Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebstuhl Schreiber. Unser heutiges Thema ist der Schnitt von Kirschenbäumen. Wir stehen hier in einer 5-jährigen Spindelanlage. Spindelbäume haben eine klassisch pyramidale Form, christbaumartig, sprich oben schlank, nach unten breiter werdend. Die Kirsche ist eine grundsätzlich eher starkwüchsige Obstart. Man kann sie aber trotzdem die Bäume noch relativ klein halten. Wir machen das in diesem Fall mit schwachwüchsigen Unterlagen, also mit schwachwüchsigen Wurzeln, auf die die Edelsorten veredelt werden, und halten hier die Bäume auf einer Endhöhe von in etwa 3,50 Meter, weil das für uns mit Ernteschlitten als Unterstützung noch eine angenehme Höhe ist, um effizient ernten zu können. Wir haben bereits ein Video hochgeladen, das die Grundlagen des Obstbaumschnitts bei allen Obstarten erklärt. Und jetzt möchten wir detailliert auf den Kirschenschnitt eingehen und wie man die verschiedensten Wuchsgesetze hier anwendet. Denn auf was es wirklich ankommt, ist zu wissen, wo fruchtet die jeweilige Obstart und wie kann ich den Ertrag bei der zu schneidenden Obstart maximieren. Die Kirsche besitzt das beste Fruchtholz an den sogenannten Bouquettrieben. An den Bouquettrieben hat man eine Ansammlung von Blütenknospen, aber auch immer eine Holzknospe dabei. Die Blütenknospen bringen dann den Fruchtertrag. Die Holzknospe sorgt dann für das Triebwachstum und schafft dadurch das Potenzial, um auch in den darauffolgenden Jahren Früchte zu ernten und damit der Baum nicht verkahlt. Am 2- und 3-jährigen Holz, an diesen Bouquettrieben, und an der Basis der einjährigen Langtriebe, bei Basis spreche ich in dem Fall von den ersten 3 bis 4 Knospen, hier hat man die besten Fruchtqualitäten. Alle weiteren Knospen am einjährigen Trieb sind im Regelfall Holzknospen und sorgen für Triebwachstum und bringen keine Früchte. Wie schon in dem bereits vorher erwähnten Video über die verschiedensten Wuchsgesetze und die Grundlagen erklärt, brauchen wir am besten leicht aufrecht stehendes Holz, nicht zu steiles Holz. Dieses wächst nämlich dann wiederum auch zu stark, bringt zwar eine höhere Fruchtqualität, aber geringeren Ertrag. Am liebsten sind uns leicht aufrechte Triebe. Die bringen sowohl gute Fruchtqualität als auch guten Ertrag. Wenn Triebe unter die Waagrechte gehen, kann man hier oftmals mit verminderter Fruchtqualität rechnen, mit weniger Wachstum. Diese Triebe verkreisen dann oft und sollten daher entfernt werden. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt hier erst einmal den Baum ab und schneiden Holz, das deutlich unter die Waagrechte hängt, zu flach ist, heraus, das zum Verkreisen neigen würde, leiten diese Triebe immer wieder auf die Gabelung zuvor auf das flachere oder leicht aufrecht stehende Holz ab. Das machen wir hier genauso. Hier unten haben wir bei diesem Baum den Fall, dass diese Triebe bei uns in der Obstanlage schon zu tief hängen für die mechanische Bodenbearbeitung. Deswegen werden wir diese hier entfernen. Kann man auch im Hausgarten machen, wenn die Triebe vielleicht zu tief angeordnet sind und man eventuell mit dem Rasenmäher oder Ähnlichem nicht mehr unter den Baum kommt. Ich habe diese Triebe jetzt hier direkt am Stamm vollständig entfernt. Das kann man machen bei uns im Trockengebiet. Wir haben in Bolsdorf relativ wenig Niederschläge. In feuchteren Gebieten, in der Steiermark zum Beispiel, wo man deutlich mehr Niederschlag hat im Regelfall, würde ich diese Triebe auf einen zumindest 10 cm langen sogenannten lebendigen Stummel schneiden, damit man keine zu großen Wunden direkt am Stamm schafft und dass dahinter vielleicht wieder Knospen sind, die austreiben können und das Wachstum, das man dadurch produziert, auch wieder für eine gute Wundverheilung sorgt. Hier haben wir jetzt einen leicht aufrecht stehenden Trieb, der mir sehr gut gefällt. Diesen werde ich dieses Jahr so belassen, damit er sich mit Bouquettrieben garnieren kann und dass man im nächsten Jahr genügend Fruchtbarkeit hier hat. Von diesen zwei unter die Waagrechte stehenden Trieben werde ich jetzt einen sozusagen auf Kirschen schneiden, sprich ich werde ihm nur die ersten 4 Augen belassen, den Rest wegschneiden und den anderen, um hier genügend Wachstum weiterhin zu haben und um hier kein Loch in den Baum hineinzuschneiden, den schneide ich in etwa auf Scherenlänge, um den gleichen Effekt, wie bereits hier erklärt, wieder zu bekommen. Ich entferne jetzt auch hier den nach unten stehenden Trieb und leite ihn auf einen leicht aufrecht stehenden
Trieb ab, der die bessere Fruchtqualität bringt. Schneide hier in der Mitte jetzt auch Licht in den Baum, indem ich die zu schwachen nach unten hängenden Triebe entferne. Genauso abgetragenes Fruchtholz. Und kann mich jetzt in diesem Stil den Baum nach oben arbeiten. Hier möchte ich jetzt noch einige Male das Wachstum etwas anregen, schneide wieder auf Scherenlänge. Gleiches gilt hier. Wenn ich diesen Trieb belassen würde, würde er nach einiger Zeit zu kleine Kirschen bringen. Mit minderer Qualität schneide ich ebenfalls wieder auf Scherenlänge, um hier in den Folgejahren weiterhin Wachstum und Kirschen zu haben. Einmal entferne ich jetzt hier noch einen Trieb ganz, damit es nicht zu dicht wird. Sonst sind wir mit diesen Trieben hier relativ zufrieden. Den Trieb, den man hier sieht, der wieder relativ steil eigentlich nach unten schneidet, schneide ich wieder auf 3 bis 4 Knospen, da der Baum im obersten Drittel grundsätzlich etwas wüchsiger ist und diese Kirschen dort gut vertragen kann. Dieser Baum hier hat eben seine Endhöhe mit in etwa 3,5 Metern bereits erreicht und jetzt möchte ich noch zeigen, eigentlich den einzigen Weg, wie man Bäume effektiv klein halten kann und sie im Wachstum beruhigt. Und zwar, indem man in der Kronenspitze, im Wipfel, auf flaches Holz ableitet. In diesem Fall entferne ich hier die 3 steilen Triebe, habe sie abgeleitet auf flacheres Holz und diese dienen als Ventil. Dieses flache Holz treibt weniger stark nach als die steilen Triebe und sorgen dafür, dass der Baum jetzt nicht mit übermäßig starkem Wachstum reagiert und er im nächsten Jahr noch größer wird, sondern dass ich ihn hier auf einer angenehmen Höhe halten kann. Nach diesem Schema auf dem Baum leicht aufrechtes bzw. flaches Holz zu belassen, damit er sich mit möglichst vielen Kirschen garniert, die gleichzeitig auch eine sehr gute Fruchtqualität haben, schneiden wir den Baum jetzt dann auch auf der anderen Seite natürlich fertig. Passend dann jetzt noch zu den Wuchsgesetzen, um auf diese wieder zurückzukommen, können die Triebe im untersten Baumdrittel etwas steiler stehen als im oberen Baumdrittel, weil dort sowieso etwas mehr Wachstum produziert wird als hier unten und dadurch dieser Unterschied wieder ausgeglichen werden kann. Ebenfalls auf das Wachstum Einfluss nimmt man natürlich auch mit dem Schnittzeitpunkt. Für Kirschen ist die Standardmaßnahme eigentlich der Schnitt nach der Ernte. Bei nach der Ernte spricht man im Kirschenanbau aber nicht von Juni oder Juli, wo die Bäume ebenfalls schon abgeerntet sein können, sondern eher von Mitte bis Ende August. Wenn man im Sommer schneidet, reagiert der Baum mit weniger Wachstum, als wenn man denselben Schnitt im Winter durchführt. Und da gibt es das alte Sprichwort, willst du einen Baum tragen sehen, schneidest du ihn im Sommer. Willst du einen Baum wachsen sehen, schneidest du ihn im Winter. Wenn der Baum also vielleicht schon zu viele Früchte mit minderer Fruchtqualität bringt, ist auch ein Winterschnitt vielleicht manchmal zu bevorzugen. Abschließend in diesem Video noch ein kurzer Exkurs von den schwachwüchsigen Spindelbäumen zu Hochstämmen. Hochstämme, die durchaus 5 Meter und größer werden können, sind oftmals gerade bei Kirschen etwas mühsam zu ernten. Hier kann man sich aber etwas helfen, indem man den Baum einmal von der Ferne betrachtet, mit 2, 3 Schnitteingriffen ganze Astelemente samt den Kirschen schon bei der Ernte im Juni, Juli herausnimmt, diese dann vom Boden erntet und den Baum eben wieder Mitte, Ende August fertig schneidet. Das war nun der Anfang einer kleinen Serie, die wir beginnen wollen, in der wir die Unterschiede in der Anwendung der verschiedenen Wuchsgesetze bei den verschiedensten Obstarten erklären wollen. Lasst uns wissen, wie euch das Video gefallen hat und gebt uns Feedback. Wir freuen uns dann, euch wieder im nächsten Video zu sehen.